Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Siedler 1. Ihr seht, Mission 21 müsste, glaube ich, Teil 2 jetzt sein. Ich möchte mal zeigen, also die drei Gegner halt, ne? Ist übrigens von 94, von World Cup Völkerwertig, ja, nur noch mal sehen könnt. Also ist mittlerweile schon 29 Jahre alt, das Spiel. Siedler 1, 29 Jahre. Erstaunliche lange Zeit, ja, immer noch geil, immer noch geil. Ich habe mir überlegt, da mir jetzt wieder jemand geschrieben hat, dass meine Tipps und meine Videos ihm wohl sehr geholfen haben, habe ich mir vorgenommen, ich werde kurze Guides machen zu verschiedenen Bereichen wie Werkzeug, Bergwerke, Nahrung und all sowas. Mache ich kleine Videos, kleine Guides, kann jeder von euch dann selber mal anschauen. Vielleicht helfen dem einen oder anderen dann noch, ne, falls ihr mal selber anfangen wollt mit Siedler 1, werde ich aber morgen erst hochladen, also auch erst machen, heute nicht mehr, aber morgen mache ich noch eine kleine Kreis, worauf man achten sollte, so ein bisschen strategisch auch gucken halt, ne, welche wohl anhand von Mission 21, weil jetzt wollen wir mal ein bisschen zeigen, wie zum Beispiel, dass ich hier den Platz rechts freigelassen habe, weil da sehr viele Bauplätze für große Bauplätze waren, dass ich das schon freihalten, warum und die Wege später legen und erst hierbei nur ein bisschen, nach hier ist wie Wald aufgebaut und alles recherchiert, kleine Sachen, auch mit Werkzeugen, genau, alles einmal in einem kleinen Videoguide mal dann genau erklären. Halt für die, die halt genauer wissen möchten, welche ein bisschen ausführlich versuchen zu erklären alles. Und falls ihr selber mal spielen möchtet, ne, vielleicht ist ja für den einen oder anderen also ein gewisser Tipp halt dabei. Nur mal so zur Info, wie gesagt, will ich morgen aufnehmen und morgen auch dann hochladen. Aber dazu später, wie gesagt, dann gegebenenfalls halt die Augen offen, wenn falls ihr Interesse daran habt. Machen wir erstmal jetzt hier weiter. So, wir sind hier bei 21 Teil 2. Rote hat scheinbar Steinprobleme, würde ich sagen. Der hat scheinbar Steinprobleme, ja. Der hat aber Kohle und Eisen. Oder hat er noch? Irgendwann hat er doch auch beides bekommen. Nee, der Rote nicht. Rote hat nur Kohle. Okay. Der Gelbe hat, der war das. Eisen und Kohle, genau, der Gelbe war das. Der Rosene hat ja schon vornherein, glaube ich, schon beides gehabt. Genau. Wieder voll drin. Ja. Also der Gelbe hat jetzt auch beides. Kohle und Eisen, ja. Müssen wir abwarten, hat im Moment noch nur einfach besetzt. Da fehlt ein Ritter. Ob er kommt, wenn er kommt, ist egal. Der Rot hat ihn zweifach besetzt. Ja, aber er hat kein Eisen, eine Kohle. Der könnte Gold machen. Will er nicht. Okay. Scheinbar aber auch Steinprobleme. Er hat keine Steine. Er hat keine Granitmine, hat er sowieso nicht. Nö. Aber viel Kohle, ne? Sehr viel Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Kohlebergwerke. Ja, warum? Egal. Nicht unser Problem, wir machen weiter. Die Goldbarren werden geliefert. Ja, sehr schön. Holz war ein Problem zuletzt. Genau, Holz war nämlich gar nichts im Moment. Genau. Genau, da fehlt noch ein Holz für die Eisen. Und dann noch ein Holz für die Fischhütte. Genau, ja, kommt schon ein Holz. Soll ich für die Eisen oder für die Fischhütte? Sehr gut. Wir machen alles erstmal soweit die Gebäude alle fertig dann. Alle, die wir brauchen. Für den Anfang natürlich vor allem, ne? Halt, das heißt, Gold und Kohle. Für Goldbarren, Goldschmelze, sehr wichtig. Und dann natürlich auch noch Eisen dabei, natürlich noch mehr Kohlebergwerke. Ah, natürlich zu wenig, ne? Also für Eisenschmelze, Waffenschmiede und Goldschmelze, eine Kohlebergwerk ist definitiv zu wenig. Weil alle drei brauchen Kohle. Granitmine müssen wir mittlerweile bauen, weil sonst zu wenig Granit haben, Steine haben. Ja, Granit oder Steine, wie ihr wollt, egal. Müssen wir mittlerweile auch Granitmine müssen wir haben. Wir haben zwar hier unten ein bisschen Stein gefunden gehabt und hier oben ein bisschen Stein, aber auf Dauer viel zu wenig. Mittlerweile haben wir Steine, 73 mehr als genug, so viel brauchen wir nicht mehr, aber für den Anfang halt, ne, mussten wir Granitmine haben. Kann man nicht tun. Jetzt braucht man Holz.
Ja, wir kommen jetzt auch nach und nach, kommt das Holz, weil hier unten die beiden, okay, für den Anfang, okay. Ein paar Bäume hier, aber haben wir nachher hier oben ja noch gebaut, ne. Förster und Holzfäller, einfach mehr Platz haben für Holz. Schon wichtig. Eine Rote bekommt Stein. Für sein, ich weiß nicht, wie viel das Sägewerk. Naja, Computer halt, ne? Ach, das ist immer ein Bergwerk. Genau, ich dachte, wer heißt, ne, hab ich doch Bruder gemacht, okay? Ja, Nahrung kommt jetzt langsam, aber sicher. Getreide kann ich hier heute durch. So, ich will ein bisschen Holz ersparen, warten. Dann bauen wir nämlich hier noch Schweinefarm und als Geheim, also Schlachter hin. Das ist natürlich noch besser. Fleisch, ne? Aber für den Anfang, wenn ihr könnt, ne? Wenn ihr Wasser in der Nähe habt, baut Fischhütten. Für den Anfang nicht verkehrt, dass die Bergwerke überhaupt schon mal laufen. Vor allem Gold und Kohle, vor allem, ne? Deswegen ist für den Anfang kein Thema, baut Fischhütten. Wenn ihr Wasser habt, ich glaube in Mission 20 oder eine vorher hat man glaube ich gar kein Wasser gehabt. Man muss ja auch keine Fischhütten bauen, ne? Aber wo kein Wasser, da keine Fischhütten, ist Blödsinn. Das muss ich nebenbei. So, ich hätte versucht, glaube ich, da mal anzugreifen, aber war ein Fehlschlag, genau. Aber ich wollte austauschen, genau, das wollte ich noch machen. Das wollte ich noch machen. Waffen müssen eigentlich auch jetzt nach und nach hergestellt werden. Werkzeuge haben wir ja gemacht, die Spitzhacken. Haben noch drei Spitzhacken, genau. Das reicht vollkommen, werden wir wohl nicht brauchen, glaube ich nicht. Ritter, ja, ein paar haben wir noch, aber ich muss austauschen. Nicht verkehrt. Natürlich die Sache bei, wenn man, also wie jetzt hier, Ritter austauscht, ist natürlich die Gefahr groß, dass man angegriffen wird, wenn man nur noch zwei Ritter hat. Beziehungsweise wenn man mittlere Stufe hat, nur noch ein Ritter. Ja. Aber meistens geht es gut. Meistens. Austauschen, ich muss ein bisschen schneller glaube ich laufen lassen. Ja, ich hab doch irgendwo bekommt er noch Steine. Okay, aber nicht mal wahrscheinlich nicht mehr eine viele. Kann sein. Ich will jetzt vor allem erstmal hier Holz sammeln. Wieso braucht er? Ich brauche doch nichts mehr. Achso, ja hier. Ja, bis das voll ist. Bis das voll ist. Der Werkzeugmacher. Kommt natürlich noch weiter in Holz rein, da können wir eigentlich auch ändern. Hier einfach kein Holz mehr geben, zack. Oh, da zwei Stück drin, reicht. Dann können wir ein drittes rein, das reicht dann. Wenn wir Werkzeug brauchen sollten. Was ich aber glaube ich jetzt in dieser Mission nicht mehr glaube. Können wir ein bisschen Holz geben, Eisen geben, fertig, ne? Aber noch mehr Holz dürfte glaube ich nicht bekommen. Nur jetzt eine noch, er hatte drei Holz, ja für drei Werkzeuge. Ja, jedes Werkzeug braucht ein Holz und ein Eisen. Also diese Bretter, ne? Keine Stämme, sondern Bretter. Jetzt ein bisschen schneller laufen. Wir lassen mal hier auf Holz warten auch. Auch die Gebäude natürlich wieder voll setzen, ist klar. Ich habe noch ein paar Gebäude nicht besetzt. Ah, jetzt kommen wir raus. Mein Ziel wird wohl sein, dass man das Gebäude safe zu machen. Das heißt, müssen wir wohl das auf alle Fälle und vielleicht noch die beiden auch noch erobern. Dann haben wir das Gebäude safe. Weil wenn das angegriffen wird und erobert wird, sind die drei Bergwerke weg und wahrscheinlich die Goldschmelze auch noch. Höchstwahrscheinlich. So grob geschätzt. Und noch einfach besetzt, der Gelbe. Er hat jetzt das nächste Gebäude verloren, glaube ich. An den Rosanen. Schon zwei verloren. Okay, ja. Sollen sich ruhig ein bisschen bekriegen. Eisen verballern und all seine Scherze. So, auch voll. Sehr schön. Alles wieder besetzt. Kannst du auch. Ja, alles besetzt. Sehr schön. So, ja, brauchen wir noch Nahrung. Kommt jetzt, wie gesagt, nach und nach, weil der Getreidefarm ist sowas fertig. Ich regelmäßig
Getreide kommen, dass der Müller zum Mehl macht und der Mehl hat eine Bäckerei zu Brot gemacht. Ne? Nebenbei noch die Fische, noch andere Fische, ein bisschen halt. Das wird sie nach und nach besser werden. Das ist wieder Mehl, ja, schön, dann haben wir Getreide. Die Getreide dauern natürlich eine ganze Zeit, schon einige Minuten, weiß nicht, 10 Minuten stimmt, bis hier richtig läuft, so wie jetzt ungefähr. Natürlich die Anzahl von Getreidefeldern ist schon sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Er scheint nicht zu gehen. Wir warten noch. Wir tauschen aus. Ein Ritter. Ein Ritter. Ah, einer wieder zurück. Nein, ich bin noch dabei. Er hat ja gerade wohl verloren. Der gab Schimmer. Sehr gut. Gelb. Gelb. Mach sie platt. Ich kenne keine Werte. Ich kann nicht sagen, wie viel stärker oder schwächer oder wie auch immer. Keine Ahnung, kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe ja auch im letzten nicht so bei irgendwie mal gelesen, aber bei der Video-Community steht nichts davon bei. Nur halt der Verteidiger hat einen kleinen Vorteil über dem Angreifer. Wie gesagt, kann auf jeden Fall einen Schlag mehr aushalten als der Angreifer. Immer. Das kann ich euch auf alle Fälle sagen. Nur halt wie viele genau, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber in diesen Angriff oder Verteidigung kann man noch erhöhen, halt wenn man in den Rittergebäuden eine Goldbarren benutzt. Kann man irgendwie auf alle Fälle etwas stärker. Wie viel, keine Ahnung, vielleicht 10-20% schätze ich mal, sind auf alle Fälle stärker besser. Vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Holz haben wir jetzt schon? 7. Ja, muss ich sagen. Komm, bauen wir erstmal. Da wird das schon. Nee. Können wir die Wege schlecht legen? Sehr schlecht legen. Müssen wir da einen Schlachter machen? Ach. Wobei, da ist er doch. Dann machen wir da die Schweinefarm hin. Dürfte mit einer Getreidefarm eigentlich noch reichen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Eigentlich besser, wenn sie natürlich zwei Getreidefarmen, aber haben keinen Platz dafür. Ja. Wo denn? Ach, da vielleicht. Ja, vielleicht. Ach, mal da auch noch ein Gebäude müssen wir noch besetzen. So. Ich lasse das jetzt so. Eigentlich wäre es nicht gut, wenn wir Getreidefarmen mit dieser Schweinefarm verbinden würden. Aber wichtig bei der Schweinefarm ist halt, dass sie überhaupt irgendwie Getreide bekommt. Dann auch, bis die Schweinefarm dann richtig läuft, dann auch wieder ein bisschen die Getreidefarm. Dauert alles, aber egal. Ja, was hab ich doch mal? Oh, ja. Moment. Speicherfäuste nochmal ab. Ah, sicher. Ist auch ein guter Tipp, nicht gehen, wir geben keine Speicher regelmäßig ab. Ist nicht verkehrt. So. Es kann auch sein, dass wenn man mit mehreren Rittern angreift, dass sie auch da ein bisschen stärker werden. Kann sein. Glaube ich zwar nicht, aber die Chance ist halt größer, dass man halt dann gewinnt. Halt, ne? Oder das Gebäude erobern kann, klar. Ne? Wenn man nicht wirklich viele gute Ritter, maximal 3, ein 4 habe ich wieder rausgehen sehen, aber jetzt kommt langsam neuer. Ja, ein 4er ist wieder 8-3, nicht wirklich gut, aber mal schon mal testen, dann kann ich das Gebäude erobern können. Halt ne, wegen 4, dieses Gebäude.
wird nichts. Wäre gut, wenn das schon mal erobern könnte. Nicht wegen der Fischhütte, da ist egal. Was ist los? Ach ja, sie verzeiht auch noch, ja. Jo, kann auch schaden. Eigentlich kann die Steinmetzhütte weg. Ach, was mach ich denn da? Was mach ich da? Mann, Mann, Mann. Tschüss. Tschüss. Jo, weg. Ah, geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Bergwerk habe ich gehofft. Gehofft und auch eingetreten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, natürlich immer noch. Ich mache mindestens das Gebäude auch noch. Minimum. Wahrscheinlich das auch noch. Wahrscheinlich. Wenn ich das Gebäude sehe. Hat auch gewonnen. Sehr gut. Das ist jetzt der Vorteil, wenn man Goldbarren hat. Deswegen zu Anfang sehr, sehr wichtig. Wenn ihr könnt, Goldbarren machen. Sucht Gold, Erz, baut Bergwerk auch zu Anfang. Das erste Bergwerk bauen, Gold abbauen. Fertig. Ist schon wichtig. Dass das Land jetzt zu Ende bei ihm. Deswegen laufen jetzt hier in seinem Stück Land hier umher. Wild umher. Aber es ist nicht unser Bier, ist uns egal. Holz, ja, das ist schon mal. Es kommt langsam Holz wieder, Holz rein. Jetzt wird es ja hier zu Anfang kleines Problem, aber haben wir mittlerweile schon gelöst. Haben auch einiges in Holz verballert, wie uns im Bergwerk alleine schon, ne? 5 Holz, außer für Granitmine. Da ist, meine ich, 4 Holz und ein Stein. Ein Stein auf alle Fälle. Und ich meine, im Normalen brauchen 5 Holz und Granit dann halt nur 4 Holz, aber für ein Stein. Alle anderen drei Arten sind es nur 5 Holz. Ich habe auch alles im Guide dann, kleine Anfängerhilfe, sag ich jetzt mal, will ich ein bisschen genauer erklären. Weil ich wohl hier ein bisschen 21 nehmen, unsere Basis jetzt hier, kann ich eigentlich ziemlich gut erklären. Hoffe ich. Wie gesagt, werde ich dann morgen aufnehmen und dann hochladen. Für die, die halt gerne mal selber spielen möchten, warum nicht? Finden sie 3 noch sehr, sehr geil, immer noch richtig gut. Deswegen freue ich mich auch schon im Winter, wahrscheinlich Dezember, gehe ich mal von aus, auf den, ja, inoffiziellen Nachfolger, Pioneers of Pagonia. Wieder von Volker Wertig. Aber da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden. Was er damals geschafft hatte von 29 Jahren, das ist schon richtig geil. Und falls ihr mal irgendwas lest von irgendwelchen Aufbausimulationen mit Wusel, das kam von Siedler 1.
das war das erste Huselspiel überhaupt. Da wurde dieser Begriff überhaupt erstmal definiert. Weil er hatte damals geschafft, auf dem, damals, ne, 94 musst du bedenken, ne, auf dem Amiga 500 können, war meine ich, 300 von solchen Siedlern oder Rittern gleichzeitig dargestellt werden. Auf einem Bildschirm. 300. Ohne dass er irgendwie leckt oder so oder abstürzt. Soll bei Pioneer Puck auf Baronia auf 1000 erhöht werden. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, wahrscheinlich erst im Dezember, vorher wohl nicht. Soll ja Ende des Jahres kommen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Könnt aber auf Steam bereits auf die Wunschliste packen. Und soll neu 25 Euro nur kosten. Nur 25. Das ist sehr, sehr wenig. Das finde ich schon sehr, sehr wenig. Ich hätte eher so mit 35, 40 gerechnet gehabt. Nee, 25, okay, klar, klar. Kaufen. Kaufen, spielen, fertig. Ja, vielleicht auch, weil man kann dann zum Early Access Start dann halt erst nur zufallsgenerierte Karten spielen. Kein Multiplayer, keine Story, also keine Kampagnen, nix. Nur zufallsgenerierte Karten, mehr nicht. Deswegen wahrscheinlich auch, egal, ich will spielen. Ich freue mich drauf. Schneller laufen lassen. Und es soll 70 Waren geben und 40 Gebäude, im rechtlichen Sinne. Was haben wir hier für... Nur zum Vergleich. Siedler 1 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da sind 18 und 18, 26 Waren. Haben wir jetzt. Und wir haben alle 26 Waren. Hier ist noch Pagonia 70, also fast dreimal so viele Waren wie hier. Und auf Gebäude haben wir ja hier, sind 4, 5, 7 und 11, 11, 14, 17, 21, 23, soll auf 40 gehen, 17 Gebäude mehr. Man darf gespannt sein. Man darf wirklich gespannt sein, was der da genau in seinem Team entwickelt hat. Ich bin gespannt. Nur so zur Info. Also ungefähr dreimal so viele unterschiedliche Waren und 17 Gebäude mehr als bei Siedler 1. Also Pioneer Pagonia muss mit Siedler 1 vor allem verglichen werden, weil halt er will das so wie so machen, so wie Siedler 1. Das ist eigentlich ein... Es ist sein Baby, sein Kind, was er erschaffen hat, und er soll auch wieder so werden. Wollte er ja mit Ubisoft machen, aber kennt er ja den Streit, ne? Die wollten mehr Strategie, ich soll Strategie haben, vollgewertig nicht, wollte mehr Opfer-Simulation, also tschüss, ist er gegangen. Das ist eines der Gründe, warum er in seinem Team gegangen ist. Halt, ne? Wenn man ehrlich nicht bedenkt, ne? Seit Siedler, sag mal spätestens 4 bis 9, ne? Es war kein richtiger Siedler mehr. Es war kein richtiger Siedler mehr. Zum Beispiel dieses ganze Aufbau mit den Gebäuden ist hier zum Beispiel, ne, mit den, wo man die Gebäude hinsetzen konnte, zum Beispiel, ist eines der Dinge, ne, er fehlte ab 4 soweit fast komplett und wurde immer schlimmer. Und auch die Gebäudeanzahl wurde verringert, die Anzahl der Waren nun verringert, kam immer mehr Militär da rein, mehr Strategie rein, ist kein Siedler. In meinen Augen, ne? Kann natürlich jeder seine eigene Meinung haben, klar, ne? Andere lieben vielleicht Teil 4 oder 6, wie auch immer. Ich nicht, ne? Ich habe zumindest alle gespielt, bis auf 9 natürlich, den Ruhe nicht, aber 8 habe ich auch mal gespielt. Da habe ich mit den Wolkenseher von dem sehr erfolgreichen Brettspielvariante umsetzen auf dem Computer, aber war auch nicht wirklich ein Siedler, nicht wirklich. Habe ich auch gespielt. Ich habe noch hier 4, 5, 6, 7 glaube ich auch noch, habe ich mir damals gekauft gehabt, aber irgendwie, ja, hatten teilweise ihre Vor- und Nachteile, aber mehr Nachteile als Vorteile, war kein richtiger Siedler mehr. Also,
Favoriten, genau. Ich wollte jetzt vor allem. Ah, ist schon fertig. Schweinefarm ist da. Schlacht ist auch da. Sehr gut. Und doch, bis der Schweinefarmer richtig läuft mit dem Schwein, alles ne, regelmäßig Fleisch kommt, so, sozusagen, dauert. Neue Getreidefarm genauso. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Wie ist da nicht die. Nee, das war das, genau. Ich glaube, hier müsste es sein. Nee. Ach, hier ist es doch. Genau, Schweinefarm bekommt mehr als die Mühle, genau. Weil Fleisch bringt mehr als Brot. Also können die Bergarbeiter wahrscheinlich auch effizienter, aber vor allem länger arbeiten. Weil sie können mehr Erze mit einem Nahrungsart mehr Erze farmen als das, mit Brot oder Fisch. Fisch glaube ich nur 4 oder 5 oder sowas. Dann können verschiedene können sie mal Erze farmen mit Brot, keine Ahnung, vielleicht 12 mal und mit Fleisch vielleicht jetzt mal 30 mal. Ungefähr muss man sich das vorstellen, so ungefähr. Deswegen ist schon Schweinefarm schon wichtig. So, wie sieht es jetzt aus mit den Bettzahlen? Haben wir schon welche? Alle drin. Okay. Oh. Wie viel haben wir denn jetzt? Nein, das ist immer, ja, das ist blöd. 3 Schwert, 31 Eisen. Oh, ein Hauptmann, 5 Jäger. Sehr gut. Es wird. Die Ritter, hab ich auch schon mal gesagt, ne, die können in Rängen aufsteigen im Schloss oder Lagerhalle schneller, viel schneller als in den Rittergebäuden. Da steigen die zwar auch auf, aber nicht so schnell. Wie in der Lagerhalle oder Schloss. Egal ob ihr Gold drin habt oder nicht. Ob das Gold auch auf den wachstümlich ausgeht, glaube ich nicht. Ja, also ob jetzt in den Rittergebäuden Goldbarren hier drin sind oder nicht, ist glaube ich egal wie schnell die aufsteigen. Glaube ich nur für die reine Angriff und Verteidigung der Goldbarren. Mehr nicht. Aber reicht, aber immerhin, ne? Immerhin. Ich habe zumindest nirgendwo irgendwas anderes gelesen, dass die Goldbarren auch noch darauf auswirken würde. Das nicht. Aber die stärksten Ritter sind halt ein Hauptmann mit Goldbarren, sind die stärksten, ganz einfach. Die können ja auch verlieren, ne, ist klar, aber sind dann auch von den Rittern selber halt die stärkste Angriffsart, die man haben kann. Das stärkste kenne ich auch nicht, also außer Hauptmann mit Goldbarren im Gebäude. Ja, es kommt schon ordentlich. Man sieht, fast alle Bergwerke laufen, halt wegen Brot, wenn es regelmäßig Brot kommt. Schweinefarm dauert noch ein bisschen, aber die laufen schon mal regelmäßig. Das ist schon mal wichtig, dass sie überhaupt laufen. Ja, Goldbahn kann man ein bisschen verringern eigentlich, ja, aber egal. Durchlaufen lassen. Wenn mal Gebäude erobern sollten, was wir auch machen werden, dass da sofort Goldbahn geliefert werden kann. Sofort auch von Anfang an schon stärker, um die Verteidigung voranbringen. Schweinefarm dauert noch eine ganze Ecke. Aber muss ja irgendwo auch irgendwann mal beginnen. Irgendwo beginnen, aufbauen, laufen lassen. Ne? Und so lange man wartet, umso länger dauert es. Ganz einfach. Ja, Gold wird schon viel geliefert, gemacht. Goldbarren haben wir. 26 mittlerweile. So, also. Können wir eigentlich doch mal, wenn ich glaube ich, Gold am meisten, genau, machen wir mal Goldbarren ein bisschen weniger. Dafür Eisen und Kohle mehr. Machen wir mal, dass wir mehr Nahrung kommen. Goldbarren haben wir erstmal noch ohne Ende. Erze auch noch. Wir können die Goldbarren machen. Bis ein paar Jahre. Deswegen da mal die Nahrung ein bisschen reduzieren und mehr vor allem für Eisen und Kohle. Weil wir brauchen mehr Ritter. Ganz einfach. Ja, falls einer noch mal fragen wollte, es wäre vielleicht besser gewesen, nur vielleicht, wenn man Waffenschmiede, Eisenschmelze vertauscht hätte. Also oben Waffenschmiede, unten Eisenschmelze. Weil Eisenmine hier unten ist, aber hier können wir auch eine Eisenmine machen.
letztendlich ist es nicht so schlimm. Habe ich auch zu spät gemerkt, wäre vielleicht besser gewesen. Wichtig ist aber vor allem, egal ob jetzt die eine Waffenschmiede oben oder unten ist, der Weg zum Schloss oder zur Lagerhalle sollte immer höchstens, wenn es geht, nur ein Weg sein. Nur einer, der einfach schneller geht. Schneller. Deswegen auch die Bäckerei und Schlachter auch so nah an die Bergwerke wie geht bauen, damit dafür die Nahrung schneller dahin geliefert werden kann. Und wir können auch schneller die Erze fördern. Und schneller hat dann auch in dem Fall Goldbarren oder Waffen. Damit auch eine schnelle Pizza. Da haben wir einfach mal. Also nicht so, baut bitte nicht. Wirklich. Baut bitte niemals. So wir und konfus und durcheinander wie der Computer. Vor allem jetzt, warum zwei Lagerhallen nebeneinander? Zum Beispiel. Warum? Blödsinn. Und dann auch sehr, sehr oft kann man ja sehen, zum Beispiel da Waffen. Waffenschmiede. Wo ist die Eisenschmelze? Wo ist eine Lagerhalle oder Schloss? Nirgendwo vorhanden. Zum Beispiel. Und da ist die Bäckerei, da ist die Getreidefarm, irgendwo ist die Mühle. Die war vielleicht hier unten gewesen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da oben ist sie. Also es ist von unten alles hoch über Umwege zur Mühle, wieder über Umwege zur Bäckerei. Warum? 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 Ja. Deswegen bitte niemals so wild durcheinander, wo wir hier Eisenschmelze, Waffenschmiede. Von da aus, über Umwege bis zum Schloss, ist der Weg nicht so weit. Dauert viel zu lange, bis ihr dann die Ritter bekommt. Dauert viel zu lange. Genauso auch mit, zu Anfang vor allem, Förster, okay, sollte immer in der Nähe vom Holzfäller sein, aber Holzfäller bitte auch so kurz wie möglich die Wege halten zum Sägewerk. Einfach schneller Holz bekommt und schneller die Bretter bekommt. Wichtig. Nicht so viele Holzfäller und Förster wie der Computer immer macht, das ist auch Blödsinn. Guck mal runter. So. Aber hier oben, auch, warum da oben eine Getreidefarm? Nur die paar Füller hier machen kann, das war's. Alles hier verschenkter Platz. Nur so. Also das will ich aber auch alles in dem Guide Einsteigehilfe und genauer auch hier ran. Ich kann es sehr gut erkennen an der 29. Will ich es ein bisschen erklären halt, worauf man achten sollte. Natürlich könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Klar, logisch, ne? Nur als Tipp eben gehalten, nämlich ich schon dann, wann ich schon mal zwei, drei Mal schon im Kommentar war, ne? Ja, super Tipps, hat mir sehr gut geholfen. Komm, dann mache ich einen Guide, gleich alles zusammen in einzelnen Videos, damit ihr nicht immer alle Videos durchschauen müsst, ne? Mache ich eine kleine Folge halt von und fertig. Werden wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich einzelne Videos machen, also für Bergwerke extra, mit Nahrung vielleicht zusammen. Rittergebäude vielleicht extra, aufbauen der Wege extra und nur ein paar Videos werden Menschen sein, drei, vier Videos vielleicht. Ne? Und man selber dann genau in Ruhe gucken, was man vielleicht achten sollte, vielleicht Tipps mitnehmen, die vielleicht selber noch nicht kannte oder so, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Hab ich vor zu machen, ich habe Zeit morgen, weil das für mich ist dann Sonntag, für euch ist dann Montag kommen die Videos dann endlich raus. So habe ich es vor. Dieses Video kommt ja am Sonntag raus, also für euch Sonntag. Ja, wir auch die Guides dann machen, dann Montag dann hochladen. Das ist schon mal so ungefähr Bescheid ist. Falls nicht jeder alle Videos geschaut hat von mir jetzt hier, ne? Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich, kann sein. So, Ritter haben wir schon einige, ne? Ja, Erze haben wir, und Goldbarren haben wir sowieso. Drei Ritter, ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, ist leider hier ein Bug, wie auch immer, wenn man von ganz schnell oder von einer anderen Geschwindigkeit auf normal wechseln möchte, geht das nicht. Müssen wir erst einmal Pause-Menü machen, Pause-Menü ausmachen, dann hat er die Geschwindigkeit, die er haben wollt. Ob es ein Bug ist, so gewollt ist, keine Ahnung, ist leider so. Aber egal, wenn man es weiß, ne, am Ende ein Klick, zwei Klicks mehr und fertig. Mein Gott, was soll's. So, ich wollte mal erstmal speichern. Speichern machen muss ich den. Den will ich mir jetzt behalten. Ne, den will ich mir nächsten Mal mir jetzt behalten. Will ich ihn darüber dann versuchen zu erklären oder dann gucken, weiß ich nicht. Will ich dann die Geister machen, dass du schon mal Bescheid bist. Aber ich will dafür von 21, weil hier kann man es, will ich schon ziemlich gut dann auch erklären und noch zeigen.
vor allem zu Anfang hiermit, wenn ich das hier so lange freigelassen habe, zum Beispiel. So, und greif doch mal an. Jetzt muss ich ein paar mehr angreifen. Da ist nur ein Ritter drin. Ja, machen wir mal. Greif mal an. Greif an, mein lieber Ritterlein. So, du auch noch. Greif mal an. Gut, wir natürlich hier, ne? Aber wie schlägt man denn da? Nee, die sind zu schwach. Nein, das möchte ich nicht. Das erwarte ich lieber. Und raus. Ja, nochmal. Jawohl, sehr gut. Immer zwei Ritter auch noch. Du musst auch dran glauben. Du willst ja nicht. Und du bist weg. Und tschüss. Komm. Ja, sehr gut. Nein. Treff. Mein Gott. Ja. Die Angreifer, die können, glaube ich, nur drei Treffer aushalten und die Verteidiger immer vier. Also ein Treffer mehr. Das ist auch irgendwo auch sehr korrekt. In Ordnung. Kein Thema. Nein, das wird nicht. Doch, geschafft. Glück gehabt. Sehr gut. Ja, leider hat er auch gleich weg. Sehr schön. Hat ich natürlich gehofft, klar, ne? Aber okay, mein Gott. Sehr gut. Und vor allem niemals vergessen, bitte sofort mit Wege verbinden. Weil einmal dann die Gebäude wieder gefüllt werden können, aufgestockt werden mit Rittern und auch die Goldbarren geliefert werden können. Darauf auch bitte immer sofort achten, sofort die Wege legen. Sehr, sehr wichtig. So. Zack. Immerhin. Die ersten können natürlich noch direkt angegriffen werden. Ne? Ja, dann kriegen wir schon hin. Nach und nach. Immer Stückchen für Stückchen. Treppchen für Treppchen. Kein Ding. Das wäre gut. Einmal wegen Bergwerk vielleicht. Aber vor allem Bäckerei und die Getreidefarm. Dürfen wir weg sein. Ja. Getreidefarm wichtig halten als Nahrungsquelle für Bergwerke. Wenn keine Nahrung da ist, können Bergwerke nicht mehr arbeiten. Dann haben wir auch keine Erze, keine Rohstoffe, kein Eisen, keine Kohle, kein Gold, wenn wir haben, oder halt auch kein Granit, wenn wir haben. Ne? Die Rose, ne, will angreifen? Ah, ne, dann noch die hier. Okay, auch wieder rum. Ja. So, gucken. Machen wir alle vier. Probier mal aus. Vielleicht schaffen wir es ja. So, ist auch wieder voll. Den wäre noch gut, wenn er weg wäre, um einfach hier ein bisschen mehr Sicherheit nach hinten zu haben. Auch die Hütte vor allem. Siehst du, waren nur die beiden. Das hier Hütte kann nicht mehr direkt angegriffen werden. Weil so mit so einem dicken schwarzen Kreuz kann direkt angegriffen werden. Umso dünner die werden, können ich nicht direkt angegriffen werden. Kann man hier rein? Nee, kann man nicht sehen. Schade, haben sie nicht. Umso dünner praktisch das schwarze Kreuz. Und das Schlechter kann angegriffen werden. Also kann überhaupt nicht angegriffen werden. Nur die dicken Schwarzen können angegriffen werden. Er kann auch selber auch angreifen. Daraus nicht. Und schon in der zweiten hinteren Reihe. Dann können wir da wieder angreifen. Da ist ja sowieso nur einer drin bei mir in diesem Falle. Nur einer drin. Aber wenn es drei drin wären, kann keiner angreifen. Geil. Außerdem stellt es hier ein. Natürlich auch machen. Aber da kann ich auch nur raten, macht es so wie ich. Nur ganz vorne, voll besetzen, gut angreifen, wenn er voll macht, könnt ihr damit dann nicht angreifen. Gibt nämlich keinen Ritter raus und verteidigen die auch voll. Also praktisch die Verteidigung, das ist praktisch die Menge, wie viele drin sein sollen. Ist auch sehr wichtig zu wissen. Darauf auch ein bisschen achten. Hier unten.
Ja, das ist ein komisches Spiel, ja. Ach komm, mach mal richtig. Können wir hier, mach mal da. Mach mal so, ist besser. Nicht so was Kuddelmuddel-mäßiges hier, brauchen wir nicht. Das war schon mal sehr wichtig. Das ist wichtig, damit wir unsere Bergwerke schon mal direkt schützen können. Wenn ich direkt angegriffen werden, bin ich schon mal safe, bin schon mal geschützt. Also der Computer muss dann erst halt praktisch andere Gebäude angreifen, erobern, damit gegebenenfalls die angegriffen werden können. Da sind die in der hinteren Reihe, kann ich angegriffen werden, nicht direkt. Darauf immer so ein bisschen achten. Das Gebäude ist jetzt auch jetzt hier safe, kann auch nicht direkt angegriffen werden. Keine Möglichkeiten mehr. Weil die mit dem dicken schwarzen Kreuz hier, ne, nur die können direkt angreifen oder angegriffen werden vom Computer. Oder vom Gegner allgemein, wenn ihr halt gegeneinander spielen möchtet. So, das wird auch noch gut. Und wir haben halt den Vorteil, ne, deswegen können wir auch die Gebäude mehr oder weniger leicht übernehmen. Weil wir Goldbarren haben. Computer nicht. Das ist der große Vorteil, kann man hier wiederum sehr gut sehen. Wir verlieren nicht viele Ritter beim Erobern. Ein paar, klar, immer, verliert man immer, logisch. Aber halt nicht so viel, als wenn wir keine Goldbarren hätten. Dann hätten wir große Probleme, die Gebäude zu erobern. Egal, ob ein oder zwei Ritter sind, völlig egal. Deswegen immer versuchen zu anfangen, wir können sofort Golderz suchen. Dann gegebenenfalls eine sofort Mine bauen, eine Kohlemine bauen, Goldbarren machen, habt ihr immer einen großen Vorteil. Immer sehr gut. Natürlich auch einen sehr Vorteil habt, wenn der Computer kein Gold hat, wieder einmal, so wie jetzt hier, ne? Wenn ich natürlich auch Goldbarren machen kann, ist natürlich wieder ausgeglichen. Aber gerade dann ist wichtig, dass ihr auch Goldbarren habt. Sehr wichtig. Da können wir jetzt nicht mehr. Ach, können wir auch noch. Sehr gut, können wir auch noch. Schon mal so ein bisschen anfangen anzugreifen, auch mal halt in anderen Gebäude hier ein bisschen zu schützen halt, ne. Aber nicht zu schnell und auch nicht zu oft angreifen, weil er auch dementsprechend neue Ritter braucht. Im Schloss, Lagerhalle, wie auch immer. Deswegen auch da ein bisschen zurückhalten. Und euch kann auch nur einen Tipp geben, greift nur an, besten mit denen hier, einfach die stärksten sind, maximal noch mit denen, nur die beiden, die Anzahl, die ihr da habt, weil die hinteren beiden, nee, da ist schon praktisch die Niederlage vorprogrammiert, werdet ihr so gut wohl wie nicht schaffen können, werdet ihr natürlich, klar, irgendwann mal werdet ihr mit auch gewinnen können, klar, ne, aber die Chance ist sehr gering, dass ihr damit gewinnt, nur die Chance ist gering. Ich weiß nicht, bei wie viel Prozent. Also selbst die Erfahrung, die ich gemacht habe, in ich weiß nicht, wie vielen Stunden von Spielen halt, ne, nimmt wirklich nur, am besten die linke nur, und dann können noch den auch noch maximal dazu, mehr nicht. Das sind die beiden besten Ritter. Die fahren jetzt nur am Pennen, der ruht sich aus, hat keinen Bock. Der, ja, okay, ja, geh ich mal hin, und dann hat den besten, der ist halt angriffslustig, wenn man so möchte. Um halt ein bisschen zu verdeutlichen, ne? So mal die Bilder halt. Deswegen am besten nur die beiden nehmen, macht er eigentlich am wenigsten falsch. Habt ihr die größten Chancen, das Gebäude zu erobern. Granitmine haben wir schon eine. Brauchen wir nicht. Kohle haben wir auch. Brauchen wir auch nicht. Ja. Der war vorher schon safe, genau. Jawoll. Getreidefarm. Waffenschmiede. Bäckerei. Sehr schön. Können wir da auch? Ne, können wir nicht mehr. Dann machen wir auch hier. Machen wir. Wir müssen natürlich auch nicht zu lange mit dem Angriff. Eingriffen warten, sonst wird der Computer zu schnell, zu stark. Dann habt ihr starke Probleme, euch zu verteidigen. Deswegen schon ein bisschen ab und zu mal angreifen, klar. Ne, aber auch wenn es geht, zu Anfang, Moment, zu Anfang vor allem versuchen anzugreifen, wie vor allem die Bergwerke, aber auch die Lagerhallen, Waffenschmiede, Eisenschmelze, auch Bauernhof ist nicht verkehrt. Anfang nicht verkehrt.
Bauernhof oder Bäckerei oder sowas, nee, weil für diese Gebäude wie Sägewerk, Getreidefarm, Waffenschmiede, Lagerhalle, Eisenschmelze, Werkzeugschmiede, auch schon große Bauplätze. Die hat man nicht überall. Wie zum Beispiel hier. Und zum Beispiel gar nichts. Wenn der Stein im Baumbeck wäre, könnte vielleicht großer Bauplatz sein. Sonst hat man nur die kleinen. Und für die Gebäude braucht man einen großen Bauplatz. Hier diese Schlösser hier. Die großen Bauplätze. Und da könnte auch diese großen Bauplätze bauen. Wenn man, glaube ich, in 20, glaube ich, war das. Da habe ich ja vom Rosanen ja sehr oft die Waffenschmiede kaputt gehauen und Eisenschmelze und Lagerhalle und alles. Muss er wieder neu aufbauen, hat auch neu aufgebaut, aber muss einen neuen Bauplatz erstmal für finden. Muss er wieder neu bauen, nehmen wieder Ressourcen auch bei drauf. Ne? Wie er zum Beispiel jetzt auch, wenn er jetzt eine neue Waffenschmiede bauen möchte, muss er einen neuen Bauplatz haben, großen Bauplatz für haben. Erstmal einen Bauplatz finden, dann auch die Ressourcen für ausgeben, ne? Wie Holz und Stein. Gerade Stein ist schon irgendwo auch ein bisschen begrenzt. Vor allem wenn man keine Granitmine hat, ist es sowieso stark begrenzt. Muss man auf die Steine hier dann achten halt. Ne? Das wäre der Hintergrund dabei. Weil wie gesagt, lassen wir natürlich nicht wild jetzt nur angreifen. Nein. Muss auch selber auf seine eigenen Leute achten, wie viele Ritter ihr letztendlich offen habt. Ne? Ja, ein Gebäude safe. Wie viele Ritter ihr noch in Reserve habt, gut natürlich nur Hauptmann und Führer, natürlich klar. Die Reihe gehen auch noch zur Not, aber vor allem natürlich eine Führer und Hauptmann, natürlich die Besten, klar, ne? Auch da halt gucken, dass er, oder halt, ne, so wie ich jetzt hier rechts angefangen habe, ne, damit ich dieses Gebäude safe habe, vor allem direkten Angriffen, ne, habe ich erstmal hier angegriffen. Vor allem die beiden haben wir schon erreicht. Dass das Gebäude nicht mehr direkt angegriffen werden kann. Auf sowas natürlich darauf achten, dass er nicht auf einmal in Schmiedtäten kommt. Ne? Einmal greift ein Computer euch zum Beispiel dieses Gebäude an, erobert es, ja, Minen weg, Schub, super, und dann steht er da. Das ist immer so eine Sache dann halt. Ne? Deswegen versuchen, solche Gebäude direkt angegriffen werden können, wo, oder auch hier die beiden, die auch keine Safe haben, ne? Gegner, die beiden wahrscheinlich nur, wenn die beiden auch schon safe. Du hast versuchen, sofort wie möglich sicher zu halten. Dass sie nicht direkt angegriffen werden können, dass sie dann wieder solche Gebäude, sowas wie Schweinefarm, Waffenschmiede, sind dann wieder ein bisschen nach innen gebaut, ne? Oder Bergwerke auch, sofort versuchen abzusichern. Sehr, sehr wichtig, kann ich nur empfehlen. Und die auch ein bisschen warten, bis die Goldbarren dann geliefert wurden in den neuen Gebäude, die einfach stärker sind. Ist da schon? Ne, ist auch nur einer. Weiter, wenn das mal gar nichts drin, ne? Ja, gar nichts drin. Deswegen auch da erstmal ein bisschen warten, deswegen auch immer gut zu Anfang auch natürlich die Goldschmelze, Goldmine bauen, dass ihr schon keinen Vorrat auch habt im Schloss oder Lagerhalle an Goldbarren, dass sie schneller geliefert werden können. Ne? Auch damit ihr das schneller verteidigen und schneller auch wieder angreifen könnt. Also wie alles genau im Guide nochmal genau erklären, ganz in Ruhe, alles am Stück. Dazu zwei Bäckereien. Warum zwei Bäckereien? Naja, egal. Greifen an. Das sind auch dann gleich. Weil, glaube ich, bei Mission 14, glaube ich, war das. Da mussten wir uns ja, wenn ihr noch daran erinnern könnt, am Schloss habe ich sowas ja nichts gemacht, aber wir sind sofort nach rechts gegangen, weil da war Goldmine. Weil nur diese kleinen Stückchen hier gerade an Land, da muss natürlich nur aufpassen, dass der Computer nicht mit Landgewinnung gewinnt. Also hat er sich sehr schnell ausgebreitet. Hat auch fast alles hier an Land gewonnen gehabt. Ist ja hier, ne? War schon bei über 70%, glaube ich. Er hätte beinahe gewonnen. Darauf müsste ich natürlich an 8 Männer nur einen Gegner vor allem hat, ne? Dass er nicht auf einmal dann zu schnell gewinnt. Ihr seid ihn zwar stark, Dritte ohne Ende, aber er gewinnt mit Land. Muss natürlich auch darauf achten, auch so eine Sache. Bei 14, glaube ich, war das gewesen. Das nur so nebenbei. Das sind so kleine Dinge, die man achten sollte. Lernt man alles selber auch erst, wenn man es selber spielt. Auch mehrere Missionen spielt, von der ganze Reihe hier nach und nach spielt, ne?
Dann lernt man so den einen oder anderen Trick dann halt dann nach und nach aus. Wie gesagt, ich habe es nach zig unzähligen Stunden und Einzelspieler Partien nach und nach selber herausgefunden. Ich habe so einfach geguckt, wie baut der Computer, was macht er zuerst, wie baut er die Gebäude nach und nach aus, auf, ne, welche zuerst und welche nach und sowas, ne. Aber ich habe schnell gemerkt, ne, bitte nicht, jetzt der Blödsinn, wie der die Wege vor allem baut, ne. Mach das bitte nicht. Also mach das bitte nicht. Also ein guter Anfang, sag ich jetzt mal, ne. Natürlich kann man immer noch was verbessern, ne, ist klar, ne, ist logisch. Aber vor allem zu Anfang ist es schon sehr wichtig, finde ich, Sägewerk sowieso, auch mit einem Weg zum Schloss verbinden und auch mit einem Weg nur Holzfäller und dann Förster. Und die drei wichtigsten Bäume zum Anfang, dass ich schon mal Holz habe. Das ist sehr, sehr wichtig, weil für Holz braucht, brauchen alle Gebäude, egal welches Gebäude in Siedler 1 braucht, auf alle Fälle Holz. Wie die Bergwerke, Kohlebergwerk zum Beispiel, braucht 5 Holz. Müsst ihr Holz haben. Habt ihr kein Holz, habt ihr Probleme. Die dritte Gebäude brauchen, das die kleinen, die brauchen ein Holz, ein Stein. Braucht ihr Holz. Habt ihr kein Holz, könnt ihr keine dritte Gebäude bauen. Deswegen zu Anfang immer zuerst Sägewerk, Holzfäller, Förster. Wichtigsten drei Gebäude. So. Nicht geschafft? Okay, er muss ein bisschen warten. Ich habe ein bisschen schneller laufen lassen. So. Dass wir mehr Ritter bekommen, aber natürlich besser werden. Aufsteigen, sagen wir mal. Ja, die beiden müssen gerne noch Seefarben irgendwie wahrscheinlich. Das Gebäude dürfte für den reichen. Das Gebäude für den. Dann wären die beiden auch safe. Ihre Schweinefarm schon mal gesichert. Aber wichtig war vor allem dieses Gebäude hier. Weil wenn er das erobert hätte, wären auf alle Fälle bei den Eisen, Kohlenminen wahrscheinlich auch noch um die Goldschmelze weg. Natürlich ein herber Verlust. Ne? Ist so dieser wirtschaftliche Schaden, den man nicht immer gerne beim Computer natürlich zuerst machen. Aber auch natürlich nicht vergessen, ist in diesem Falle hier eine Absicherung für das eigene Gebäude. Auch sehr wichtig. Ich denke, war ja wirklich bei 21, wo das Schloss umgeben von Berg war, wurde oben öfters angegriffen. Da direkt am Schloss war, machte auch unsere Bergwerke waren. Deswegen habe ich angefangen, oberhalb erstmal anzugreifen, dass die Gebäude für die Bergwerke schon mal gesichert waren. Nicht mehr, die ganzen Bergwerke fertig. Also auf jeden Fall sollte man auch so ein bisschen achten. Also ein bisschen, also Siedler 1 vor allem, 2 auch, weiß ich noch, ziemlich gut. Muss man auch schon etwas strategisch denken. Nicht einfach nur wild drauf losbauen und dann loskämpfen, nee, auch strategisch bauen, planen, dass man wohin baut und auch dann dementsprechend strategisch angreifen. Das ist schon sehr wichtig in Siedler 1. 2 auch, 2 weiß ich noch. Wie sieht's denn da aus? Da können wir auch mal versuchen, warum nicht? Machen wir mal. So, hier müssen wir noch abwarten. Wäre es denn da? Machen wir auch mal. Da wäre es hier auch ein bisschen gut gewesen. Ich möchte erstmal hier unten, dass wir mehr hier unten absichern. Ja, wollen wir hier extra gucken. Können wir so Bescheid dann? Da aus. Ja, auch mal. Das möchte ich gerne haben. Ja, mal schon 4 jetzt. 4 sehr gute. Gut. Die schon erobert. Wow. Ja, das war der Steinmetz, war jetzt nicht so wichtig, ne? Ach, nur das Gebäude war selber wichtig. Und vor allem, man nimmt dann mit dem Computer halt dann sein Land, damit auch Bauplätze. Kommt langsam in Fahrt natürlich. Es wäre natürlich nur noch eine zweite Getreidefarm. Natürlich besser, ne? Eine für Mühle, Bäckerei, eine für Schweinefarm. Aber in ähnlich Moment guten Platz, wo man hinbauen. Da könnte man zum Beispiel machen, also noch die Bäume im Weg, deswegen manchmal hier erstmal nur ein Holzfäller. Nur für die Bäume, dass die wegkommen.
Und dann noch ein paar Gebäude hier oben erobert haben, wie das hier zum Beispiel, dass wir mehr Platz haben, dass wir nicht direkt angegriffen werden können, die Gebäude. Und dann machen wir da noch eine Getreidefarm. Aber darauf achten, ob man noch eine Sense hat für Getreidefarmer. Haben wir noch eine, können wir noch eine zweite Getreidefarm bauen. Mit der Wolf könnte auch noch eine dritte Getreidefarm machen, auch nicht verkehrt. Aber mehr als drei habe ich noch nie gebraucht, noch nie. Also nicht vier, fünf, sechs Getreidefarmen. Ist Blödsinn, habt ihr zu viel Getreide im Lager oder im Schloss drin liegen und, ne? Für was? Für was? So, da ist noch nicht gesichert. Da haben wir schon, ich bin in dem Gebäude. Dann dürften die beiden sicher sein, der ist auf alle Fälle. Der wahrscheinlich noch, der dürfte das Gebäude sicher sein, ja. Dann haben wir das schon mal. Können wir dann auch nach und nach dann schon mal hier erobern, wegen der Lagerhalle auch. Wenn wir wahrscheinlich dann nicht so das Gebäude noch erobern, die Lagerhalle auch weg. Auch natürlich, wenn ihr könnt, ein bisschen nah ans Schloss reingehen, weil dann weniger Wege zum Schloss sind. Das würde auch dann bedeuten, dass umso weniger Wege zum Schloss sind, müssen die Waren über die anderen Wege ja stauen. Also das heißt automatisch Stau, das heißt dann auch, so können die Waren dann weniger schnell transportiert werden. Bremst ihn auch dann durch den dementsprechend ab, die Computer, ne? Das ist auch so eine gute Sache. Und ihr könnt am Schloss, ne, zum Beispiel, ja, wenn ihr hier das Gebäude oben holen, die beiden, während die Wege hier wahrscheinlich dann weg. Ist auch so ein strategischer Teil, wo man darauf achten wollte. Auch ein sehr guter Tipp, sag ich mal. Und versucht bitte nicht Schloss zu erobern. Ich hab's am Anfang immer gemacht, ging zu viele Ritter bei drauf. Und ihr habt wirklich ja nur, also von Landgewinnung selbst gesehen, ne, nur so ein bisschen hier. Das ist alles, mehr nicht. Man lohnt sich eher schon Lagerhallen zu zerstören, das lohnt sich schon eher. Man lieber in die Wege zum Schloss abkappen, rundherum alles erobern, bringt viel mehr. So, das ist schon mal besetzt, ne? Was haben wir da? Ja, komm, machen wir auch noch. Andere Gebäude nicht geschafft. Verloren. Wie sieht es denn da aus? Na, das ist noch ein bisschen blöd, das ist noch ein bisschen blöd. Aber noch nicht so wichtig. Ah, hier ist es schon am Staunen. Weil einfach schon was abgekapselt hat. Er produziert ja sehr viel. Zwei Getreidefarmen, zwei Kohlenmine, eine Eisenmine, aber wohin damit, ne? Wohin damit? Eisenschmelze hat er noch. Schmiede haben wir ihn, glaube ich, schon weggenommen. Ja, er hat keine Waffenschmiede mehr. Ich muss erst wieder einen neuen großen Bauplatz haben. Ich will aufbauen, hat er nicht. Eisenschmelz, ich habe ein paar Blätter, glaube ich, das Eisen. Eine Werkzeugschmiede, das ist auch so eine Sache. Deswegen erkläre ich aber auch im Guide genau, worauf er bei der Werkzeugschmiede achten sollte. Ah, gewonnen. Ach, das ist das Gebäude. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt ist hier auch schon mal sicher. Sehr gut. Ist noch... Ne, war ja schon vor, genau. Das Gebäude und das Gebäude muss also dann noch das hier erobern. Dann nehmen wir alle fünf. Dann haben wir nämlich das auf alle Fälle sicher. Holz müssten wir eigentlich haben. Im Schloss einiges. Ja, 55 Holz, mehr als genug. Ich war mehr als genug. Wie viele Angeln hätten wir noch? Eine Angel, können wir noch eine Fischhütte machen? Machen wir auch, warum nicht? Ist nicht wichtig, ja, ist nicht wirklich wichtig, aber komm, wir machen es, wir können es, wir machen es, wir können es. Können wir ruhig hier unten hinlegen. Völlig egal. Schlecht geworden, müssen wir schon wieder einiges warten, weil wir müssen bessere bekommen, aber schon mal einiges erobert. Gegner haben wir schon mal Land weggenommen. Land. Ja, wohl geht doch.
ja, dass sie auch sicher, dass sie auch sicher sind. Wenn ich gedacht, dass die beiden auch sicher sind, können wir ganz in Ruhe, wenn der Holzfäller fertig ist, eine Getreidefarm hinbauen. Das Gebäude zwar noch, ja, aber in Gefahr droht im Moment nicht. Mit nur ein, maximal zwei Ritter, zwei Gebäude. Damit der Ritter angreifen könnte, dieses Gebäude. Bitte nicht machen. Mit so wenigen habe ich noch nie erlebt, dass der Ritter, das Computer so wenigen Ritter angreift. Müssen schon mindestens drei, vier, nicht sogar noch mehr Gebäude sein. Da, weil er greift meistens mit 5, 6, 7 und noch mehr Ritter an. Ein Gebäude. Und mit 2, 3 Ritter greift er das gar nicht, habe ich nie erlebt. Wollt ihr nur haben. So, genau, Holzfäller. Haben wir noch eine Axt? Eine Axt haben wir noch, sehr schön. Das ist der Bauarbeiter für die Fischhütte. Wie gesagt, ist nicht wichtig, braucht man zwar nicht, aber komm, mach mal. Wir haben Holz, und noch eine Angel. Mach mal. Warum nicht mehr? Also läuft die Schweinefarm schon sehr gut. Kommt das Fleisch schon zum Schlachter? Das wieder mit dem Fleisch geht direkt in den Bergwerk. Wenn die was brauchen, Leute, natürlich. Ne? Also das Schweinefarm dauert schon ein bisschen lang. Moment, ich sehe doch gerade, können wir doch das hier verbinden. Wenn wir Getreidefarm hier fertig haben, ne? Kann die Farm zur Mühle und die Getreidefarm dann zum Schweinefarm direkt Getreide liegen. Der Rest ab ins Schloss, egal. Ich spare mir jetzt hier eine Lagerhalle hinzubauen. Also ist ein bisschen weiter Weg hin zum Schloss, aber egal. Ist nicht so schlimm. Ach, noch ein Vierer gehabt. Schön. So, Gefahr droht er im Moment nicht. Der Rosane hat zwar Eisenkohlemine, aber keine Waffenschmiede. Eisenschmelze, ja. Aber keine Waffenschmiede. Zwei Eisenschmelzen. Aber keine Mitgliedsmachen. Keine Waffenschmiede. Sehr gut. So, der Rote. Ja, hat auch schon viel verloren, aber. Waffenschmiede, da habe ich kein Eisen. Ne? Eisenmine könnte er machen, hat nur, nicht nur Kohlen. Ne? Kohle. Da war schon auch eine Kohle. Im Roten kommt gar nichts. Der Gelbe hat auch schon viel verloren. Waffenschmiede, ja. Da ist eine Kohle. Granit. Ach, der ist schon abgeschottet hier, ne? Ach, mit dem Schlauch. Ja genau, weil der Rosen ja so viel erobert hat. Genau. Waffenschmiede hat er ja, aber kein. Was hat er noch gehabt? Der Gelbe hat keine. Nur Kohlenminen. Das Granit? Nee, nur Kohlenminen. Und eine Granitmine. Auch keine. Auch keine Gefahr, im Moment zumindest. Aber kann ich auch ändern, wenn wir bei Mission 20 gesehen haben, kann es sich ändern. Deswegen immer auch schauen, was macht der Computer, was hat der für Gebäude, für Bergwerke, also Eisenschmelze, Waffenschmiede, immer wichtig zu gucken, auf dem Laufenden zu sein. Auch natürlich, ne, so wie jetzt hier, ne, was macht der Computer, greift ihn nicht natürlich auch gegen, seit ich an, so wie hier zum Beispiel, ne. Oder da auch Angriff natürlich auch noch. Für uns selber natürlich sehr, sehr gut, ne, klar. Wenn er uns in Ruhe lässt, immer gut, immer safe. So, ja. Müssen ein paar Bäume wegfällen. Dann können wir da noch eine Getreidefarm machen. Zwar nicht wichtig, ne, aber kann ich nicht. Getreide, haben wir was im Schloss? Nein, auch kein Fleisch, kein Fisch. Im Brot wird alles sofort verbraucht. Alles. Das ist auch schon gesichert. Sehr schön. Ritter. Was ist denn da? 6 Ritter können wir machen. Ein 4er, 19 3er. Naja. Könnte besser sein. Aber egal. Warten wir ein bisschen ab. Mal ein bisschen laufen lassen. Ist nicht verkehrt.
Und natürlich auch schnell, wenn ein Bergwerk nichts mehr fördern kann, also erschöpft ist, abreißen, kostet sonst nur Nahrung. Die gehen zwar immer wieder runter, aber die fördern nichts mehr, weil erschöpft ist. So, was ist denn hier? Das wollte ich eigentlich noch erobern, genau. Wegen dem Gebäude. Ne, hier ist er auch noch. Ja, egal, aber ist halt schon mal. Das sind dadurch auch schon mal gesichert. Ist nicht verkehrt. Wie sieht's denn damit aus? Wenn da auch einige raus sind, genau. Wir werden eine Bäckerei machen. Ja, aber den Typ wohl schon mal Steine. Roten fehlen scheinbar Steine. So sieht zumindest aus. Auch darauf immer achten, ne? Da soll das zum Beispiel, ne? Oh, schon Löschner einen guten seinen Schloss dran. Auch darauf achten, ne? Ob er Steine hat. Steine schon ein bisschen Holz, ist gar kein Thema, haben sie immer. Gar kein Thema. Ich meine, in unendlicher Fülle. Fülle und Fülle. Rieche Förster, Holzfäller Sägewerk. Wenn ihr das habt, habt ihr immer Holz. Immer. Aber Steine ist immer das Problem, ne? Sehr schön. Ist natürlich noch nicht gesichert, weil das Gebäude noch da ist. Dann wäre das Gebäude auch gesichert, wenn ich mit einem direkt angegriffen werden kann. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und hier sind wir auch in der Nähe von Kohleberg, von dem Gebäude für Kohleberg. Aber auch mehr Gebäude haben, um halt hier weiter anzugreifen. Das Gebäude zum Beispiel, oder da mit dem Sägewerk. Ist besser, wenn man mehr Gebäude hat als nur ein, zwei. Einfach mehr Ritter hat. Noch ein Sieg. Achso. Ach, guck an. Sehr schön. Gar nicht gesehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl. Ja, die Teile fahren. Okay. Man sollte schon auf gewisse Dinge achten. Die ich auch immer wieder angesprochen habe, auch immer ansprechen werde bei jeder Mission, sind schon wichtig. Damit kann man sich das Leben schon einiges erleichtern. Man kommt besser durch. Titel 1 ist nicht wirklich schwer, das nicht unbedingt. Aber wenn man so an gewisse Dinge sich hält, auch beobachtet, ne, dann ist es nicht so das Problem. Ist nicht wirklich schwer, Titel 1 dann vor allem, ne? Ich wollte reingucken wegen. Ah, wir reingucken wegen Boote. Mal Boote? 2. Okay. Können wir da? Ja, können wir auch. Machen wir da einfach und da einfach. Ja, machen wir da, ist egal. Wir haben zwei Boote, mache ich wieder mal so einen kleinen Seeweg. Boote können nur Waren transportieren. Ihr seht aber sehr, sehr schnell. Nur über Wasser, ist klar, ne? Und aber keine Siedler. Also keine Ritter, keine Berufe irgendwie. Nur Waren. Und bitte, baut keine Bootswerft. Ihr braucht so gut wie nie Boote. So gut wie nie. Bootswerk, können wir zeigen. Kleines Gebäude, das ist dann das hier. Das braucht Holzbretter, braucht Boote ohne Ende. Müsste ich ja, ich brauche so gut wie nie Boote, so gut wie nie. Das ist jetzt hier, jetzt ist hier nur Spielerei da. Und wie gesagt, kann nur Waren transportieren. Keine Ritter, keine Siedler, nix. Nur Waren. Aber halt dafür sehr, sehr schnell. Ne? Aber müsst ihr halt am Ufer, ne, eine Fahne machen und dann dazwischen Seeweg machen. Vielleicht wird das ja in Pines of Pagonia ein bisschen wichtiger. Kann sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Auch noch angreifen. So ein bisschen ab und zu mal warum nicht, ne? Also ist er schon gesichert, genau. Haben wir schon verbraucht, ne? Ja, haben wir schon verbraucht. Ja, genau. Ist egal.
erstmal, greift ihn an, erobert. Machen wir mal hier. Einfach um die Front, eine direkte Angriffslinie, mehr nach vorne von unserer Siedlung wegzutreiben. Wir machen auch keinen großen Sinn, jetzt hier was mal so eine Art Schlauch ein bisschen oben durchzugehen, bis wir unsere Siedlung treffen. Hier oben zum Beispiel, das war's. Nee, macht keinen großen Sinn. Wirklich am Rand rundherum immer so nach und nach ist besser. Eure eigene Siedlung mehr gesichert ist. Das ist schlicht. Machen wir hier auch mal. So. Ach, die Kohlenmine gebaut. Ja, machen wir auch mal. Müssen wir auch mal irgendwann dann mal erobern. Mal sehen, wenn das sein wird. Nicht geschafft. Einer unterwegs? Oh, nee, auch schon weg, ne? Ah, schade. Ah, ist wieder seine Grenzen ein bisschen abgeschnitten mit dem Tour. Ja, ist aber auch ein großer Bauplatz. Ist die Lenken Tour, also die kleine Mitte Gebäude sind ein kleiner Bauplatz. Diese hier, und der Turm und auch die Festung ist ein großer Bauplatz. Das werden wir dabei bedenken. Nicht geschafft. Holzfäller braucht noch ein bisschen. Den Baum vor allem nicht mehr weg. Dann können wir es machen. Ah, sehr schön. Jo, sehr gut. Sägewerk, ja. Getreidefarm, Mühle, überhaupt warum nicht? Warum nicht? Natürlich wird man auch mit Goldbarren in den Gebäuden nicht immer gewinnen können. Ist klar, ne? Sondern nur die Chance erhöht, dass man gewinnen kann. Den hier, dann müssen wir das auch gesichert dabei gerade so sanieren. Glaube ich nicht. Hätte wahrscheinlich vier Gebäude. Bin nur zwei Ritter drin, macht er nicht. Doppel 1, wie auch immer, keine Ahnung. Egal. Wir müssen jetzt mal warten. Turm ist fertig. Wir können natürlich dann mehr Ritter auf einmal angreifen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das schnell möglich erobern können, vielleicht einen Turm. Vielleicht, mal gucken. Doch, Eisenschmelze, ja, Waffenschmiede auch, aber hier zumindest in dem Bereich kein Erz mehr. Das heißt, die Ritter, die er noch hat, im Schloss, die dann auch nach und nach dann weg. Ja, wahrscheinlich nur seine Verteidigung sichern, kann sein. Auch das werden wir ihm dann irgendwann wegnehmen. Er hat sonst für keine Erze mehr. Da könnte er Eisen, vielleicht Eisenmine machen, wenn der Weg weg wäre. Die Fahne könnte er wahrscheinlich seine Eisenmine machen. Aber er hat auch noch eine Kuhmine. Ne? Er hat nicht mehr viele, was er noch hat. Die war ja unten gewesen, die Kohlmine zum Beispiel, Granitmine, alles weg. Alles weg. Alles schon weggenommen. Der Baum bitte, Holzfäller, der Baum da, der hier, der muss noch weg. Nicht da oben, der hier, mir hat schon eine Getreidefarm hinbauen kann. Egal. So, wieder vier Ritter, sehr schön. Eisenerz, haben wir was im Lager? 136, aber gar keine zweite, noch eine Eisenmine bauen. Können wir sparen, weil Eisenerz ohne Ende. Wenn wir hier zwei Minen, genau zwei. Gut, ein Bench, dann vielleicht noch eine Eisenschmelze machen. Das vielleicht noch, aber fehlt auch ein bisschen Platz. Lass mal lieber, wenn die eine von den beiden aufgebraucht ist, dann haben wir immer noch einen guten Vorrat im Schloss drin. Und dann läuft die Eisenschmelzwaffenschmiede noch eine ganze Zeit weiter. Wenn dann gucken wir hier hinten vielleicht, aber bevor wir auch einen Platz finden. Und haben wir hier nichts Gutes in der Nähe, ist da oben wieder. Und das will ich hier eigentlich nicht. Wenn wir hier oben hinbauen würden, haben wir deine Eisenschmelze, deine Waffenschmiede, dann brauchen wir auch noch eine Lagerhalle hier hinten. Also wenn es der Weg zu weit ist bis zum Schluss.
den lassen wir einfach so laufen. Läuft da instant durch, glaube ich. Ne? Ja, instant, mal alles voll mit Eisen. Okay, wir müssen mehr Eisenerz gebrauchen. Kann man auch ändern, dass die mehr Eisen, dass die neu transportieren sollen. Das war das 4, ne? Nee, nein, wo war denn? War das 4 gewesen? Da, genau. Da kann man einstellen, was die zuerst als erstes transportieren sollen. In dem Fall jetzt Bretter, Steine, Eisenkohle, Stämme, Eisenerz. Das ist das. Kann man auch einstellen, ganz nach oben packen zum Beispiel. Kann man auch machen. Wenn jetzt mehrere Waren an einem einer Fahne wären. Alle Wege werden genutzt, ne? Alle Wege genutzt. Also auch wichtig, man könnte, ne, am Schloss oder Lagerhalle auch alle 5 Wege benutzen. Wenn es geht. Geht nicht immer, ich weiß, aber wenn es geht, immer benutzen. Wir können schneller die Siedler laufen, Wege suchen, um auch vor allem die Waren zu transportiert werden. Hin, wie aber auch weg von Schloss oder Lagerhalle. Und auch, wie ihr hier wieder seht, ne, die rechtliche Weg zum Goldschmelze gehen, glaube ich, hier lang. Wir machen aber auch nach oben und nach unten. Einfach mehr Wege bieten. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ich nur einen Weg direkt weg habe, ne, dann auch Nebenwege, sag ich mal, die wir auch gehen können, um halt beim Wagen Vielfalt in einer Fahne zu vermindern. Lieber aufteilen, immer wichtig, ist immer besser. Ne, auch weil wegen dem Stau ganz schnell die Waren transportiert werden. Und vor allem ja, auf dem Weg selber dann dahin und auch weg, können die Siedler oder auch die Ritter sich schneller bewegen. Ne, ich will erstmal warten, dass wir mehr Ritter haben. Ich möchte gerne warten, dass wir mehr Ritter haben. Gute Ritter. Das ist natürlich viel zu wenig. Auch die Anzahl der Ritter selber ist auch zu wenig. Will ich auch mehr haben. Das Computer haben wir im Moment nichts zu befürchten. Alles gut. Alles safe. Der Rote hat zwar Kohle. Waffenschmiede. Da ist Kohle. Kohle, aber kein Eisen, keine Eisenschmelze. Also wir können keine neuen Ritter machen. Darum geht es ja, ob die Computer neue Ritter, neue Waffen herstellen könnte, um damit neue Ritter zu bekommen. Keine rote nicht. Rosane ist soweit auch schon abgeschnitten soweit. Eisenschmelze ja, aber keine Waffenschmiede. Kohle, Eisen hat er noch, ja, aber keine Waffenschmiede. Glaube ich, oder hat er die mittlerweile neu gebaut? Ich kann zumindest keine sehen. Ach, der auch mittlerweile schon ist hier verbunden. Da habe ich das Gebäude erobert, glaube ich. Das heißt, mit dem mittlerweile kann er jetzt hier verbinden, wenn er es macht. Aber wenn er sagt, bei Computer, der dauert immer ein bisschen. Oder keine Waffenschmiede, aber der hat noch Ritter am Ende. Deswegen auch noch dreifach drei besetzt. Dreifach keines von uns oben. Also nur eine Eisenschmelze. Zwei Eisenschmelzen und keine Waffenschmiede. Weiß ich denn zwar Eisen herstellen, aber keine Waffen. Eine Botte für die Waffenschmiede erst wieder einen großen Bauplatz. Ich kann mir auch nirgendwo einen neuen Bauplatz sehen. Ja, da vielleicht. Die beiden oder da vielleicht. Nur, dass wir noch einen Weg hier verbinden. Und auch die Ritter endlich mal ins Schloss gehen können. Macht er nicht. Also, dass wir hier sofort irgendwelche Bauplätze machen, macht er immer sofort. Computer. Wenn er kann, will er immer irgendwo was hinsetzen, auch wenn er eine kleine Verbindung wie hier hat. Ist egal, schon mal irgendwas hinmachen, dass er irgendwann mal vielleicht mit der fertig wird. Also, der Computer halt. Können wir ihn auch anders. Bevor er nämlich jetzt doch irgendwie noch eine Waffenschmiede baut, fertig bekommt und alles und neue Waffen produziert, sofort
ihn unterbinden. Der Gelbe kann machen Eisenschmelze, Waffenschmiede hat er, aber hat er auch nur, hat gar keine Mine mehr. Genau, hat nur noch das, was er noch im Schloss hat und fertig. Ja, der Gelbe kann nur noch, was er im Schloss hat, halt produzieren, fertig. Aber kann man auch da wieder unterbinden? Ja, okay, ein bisschen weit jetzt für uns. Bisschen weit, ne? Als der Rose nennen wir. Eine Mitte haben wir noch. Ah, schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir nicht. Egal. Wir brauchen bessere Ritter. Ganz einfach. Ein Versuch wieder wert. Ah, zu wenig. Zu schlecht. Nee, lass mal, bringt nicht viel. Lass mal. Wie gesagt, die Hä? Ach, nicht das Gebäude. Ach, okay. Okay, Kollege. Okay. Hab dich schon verstanden. Mach mal einen neuen Weg. Ist einfach. Neuen Wasserweg. Und ihr dürft den Wasserweg, meine ich, nicht am Rand langlegen. Geht nicht. Muss direkt nur über Wasser sein. Darauf müsst ihr dann auch achten. Wie sieht es denn da aus? Ja, so sieht es aus. Machen wir mal. So ein bisschen angreifen müssen wir, glaube ich, als zwei geteilt, ne? Eigentlich das Schloss, ja, und hier unten ist wieder für sich, genau. Also der Unterbereich ist komplett für sich. Waffenschmiede hat er denn, hat er das zwar, aber kann er mit dem nichts machen. Ein Bergwerk hat aber nur Kohle. Genau, kann mit gar nichts machen. Also unten im Bereich ist für Gelb völlig sinnlos. Ich meine, die greifen besser, die kämpfen besser, wenn er auf normaler Geschwindigkeit ist. Meine ich zumindest. Bei schneller Geschwindigkeit irgendwie schlechter. Okay, Hauptmann natürlich, ne? Ja, müssen wir warten. Kommen wir nicht drum rum. Ein Gelb ist mir erstmal noch zumindest in Ruhe. Kann sein, dass sie ernst angreift demnächst, kann sein. Aber sobald ja nicht gut wie alle Gebäude sicher. Gesichert soweit. Also wir müssen ihn erstmal. Von daher alles gut. Genau. Du kannst jetzt weg. Lass mal ab. Den Weg reißen wir auch mal ab mit Fahne. So, wenn es abgebrannt ist, können wir so noch nichts Neues machen. Ach, können wir jetzt. Haben sie wohl geändert oder was? Eigentlich muss man immer erst weg, dann wieder hin, dann kann man da was Neues machen. Dann ist also praktisch schon gesetzt, wenn ihr so möchtet. War zumindest früher immer so gewesen. Kann sein, dass sie auch schon mittlerweile irgendwie geändert haben, kann sein. Oh, das sind die Getreidefarmen. Dann greife ich erstmal nicht an. Nein, mit dem fällt Steine. Irgendwie hat er Probleme mit Steinen. Also keiner von den drei ist im Moment in der Lage, neue. Er ist auf den Rosenen, der kann er noch. Ne, der Gelbe kann noch, aber die anderen können eigentlich keine neuen Waffen herstellen. Kann zwar Eisen machen ohne Ende, ja, soll er ruhig, aber keiner. Noch Eisen, hätte keine Waffenschmiede, genau, keine Waffenschmiede. Die will er wahrscheinlich hier unten bauen. Ich bin ganz stark davon aus, eine von den dreien hier. Da wahrscheinlich Bergwerk, aber hier eine von den beiden wird wohl Waffenschmiede werden. Müssen wir darauf achten, sind sicher unterbinden, ne? Erobern, klar. Erstmal, man braucht mal selber gute Ritter. Deswegen mache ich im Moment erstmal nichts. Ein Vierer ist wieder los. Wir gehen viel zu wenig. Lass mich erstmal laufen. Wir haben in der Hinsicht schon einen Schaden verursacht.
hat er selber bei sich auch schon einiges an Schaden verursacht. Von daher alles gut, alles gut. Muss auch mal öfters so wie jetzt einfach mal laufen lassen. Wir müssen jetzt hier eine neue Waffen herstellen, dass wir neue Ritter bekommen. Die Ritter müssen aufsteigen, dass wir bessere bekommen. Also Scherze, ne? Steine haben wir mehr als genug, braucht man nichts. 79 Steine brauchen wir eine große Batterie mehr. Brauchen wir also keine neue Granit mehr. Wenn ja, wissen wir ja, hier ist Granit. Irgendwo hier, glaube ich. War Granit, wenn wir brauchen sollten, ne? Geologen hinschicken, Granitmine bauen, fertig. Brauchen wir nicht. Getreidefarm können gebaut werden. Also die hier oben ist jetzt kürzer zum Schloss als jetzt hier unten durch. Ne? Das ist auch wichtig zu wissen, dass immer die nehmen immer den kürzesten Weg. Das heißt aber nicht der direkteste Weg, sondern die Anzahl der Fähnchen bis zum Ziel. Davon die wenigsten Fähnchen. Den Weg nehmen die immer. So jetzt hier der Bauerbatte zum Beispiel. Das ist auch wichtig zu wissen. Deswegen mal versuchen die Wege so kurz wie möglich zu halten. Ja, hier könnte man noch, wenn man möchte, dann machen wir das ein paar. Ach nee, Mensch, hier zum Schlachter, genau. Kann man auch machen, wenn man möchte. Ja, es ist nicht wirklich wichtig jetzt, ne, in dem Bereich. Aber machen wir, warum nicht? Ne? Verkehrt ist es nicht. Hier muss man nicht machen, weil hinten ist ja so wenig. Für Fische, für Bergwerk, kann man machen. So. Kann man sich überlegen, kann man machen. Das kann kein Brot, gut, das ist nichts, kann man machen. Warum nicht? Das ist nur ein Träger. Also ein freier Siedler. So, kommt schon Stein an. Erste Holz. Der macht, glaube ich, 3 Holz und 2 Steine, glaube ich, Getreide. Irgendwie sowas. Ich wusste mal ungefähr genau, aber schon, ja, aber ungefähr sind 3 Holz, 3 Steine ungefähr. Das Getreide fahren fertig. Lagerhalle war, glaube ich, 4 Holz, nee, 3 Holz und 3 Steine, glaube ich. Irgendwie sowas. Könnt ihr auf Siedler Community genau nachlesen, wenn ihr möchtet. Wie viele Baumaterialien, welches Gebäude genau braucht, also an Holz und Steine, welches Gebäude genau wie viel braucht. Ist meistens so um 3 Holz wie Stein, meistens. 2-3 Holz, 2-3 Steine pro Gebäude, wie Bäckerei oder Schlachter oder Eisenschmelze. Meistens um die 3 Holz und 2-3 Steine. Pro Gebäude natürlich. Und Schimmel 6, zack. Ja, wir brauchen bessere Ritter. Schon viele Ritter, aber auch bessere Ritter. Ja, Holz haben wir jetzt ohne Ende. Und immer mehr rein, klar. 3 Vierer, zu wenig. Das sind hier die freien Siedler. Und die können wir für Träger oder irgendwelche Berufe benutzen. Das sind hier die freien Siedler. Die können irgendwas dann machen. Entweder nur Träger werden, also die hier zum Beispiel, ne, oder halt irgendein Beruf. Oder Ritter, die können auch zu Ritter werden. Die auch, ne. Weil es eine fragwürdige Frage ist, das heißt, was bedeuten hat. Das sind diese freien Siedler. Oder wenn ihr so wollt, Arbeitslose. Erstmal nichts, man kann ja nichts machen. Da braucht man noch keinen Weg drum. Das ist auch wichtig, dafür jetzt zu achten, ob er hier einen Weg anlegt. Ich müsste eigentlich hier lang gehen können. Müsste. Ich habe aber auch so gut wie nie erlebt, dass der Computer Wege abreißt. Habe ich so gut wie nie erlebt. Da sieht nur eins zumindest nicht. Das habe ich sehr exzessiv gespielt. Da habe ich, meine ich, so gut nie erlebt, dass er Wege abreißt und neu baut. Macht er so gut wie nie. Also zu 99% macht er es nie. Das ist vielleicht so programmiert, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Schaltet es schon aus? Ja, wechselt aus.
Das war Eisenkohle, da kann ich nichts machen, keine Waffenschmiede. Eisenschmelze, ja, da kann ich keine neuen Ritter herstellen, machen. Rekrutieren. Machen wir immer so komisch. Man macht keine Ritter, man rekrutiert sie. Ja, er hat Steinprobleme. Der Rote hat definitiv Steinprobleme, er hat keine Steine mehr. Keine Granitmine, nur Kohlmine. Sehr gut. Goldbarren dürfen sie mittlerweile schon alle haben. Natürlich werden weiterhin Goldbarren gemacht, ne? Klar, warum nicht? Bis die Goldmine irgendwann mal versiegt. Wenn wir noch eine brauchen sollten, hätten wir noch eine. Aber die Eisenmine, hätten wir auch noch eine. Brauchen wir dann nicht. Warum? Wir haben noch zwei Eisenminen und auch Eisenerz 161 noch im Lager. Also von da ist genug. Aber alle Bergwerke laufen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben genug Fleisch und Brot. Mehr als genug. Und die Fische natürlich auch noch. Ne? Ja, es wird noch ein bisschen laufen. Tut hier sowas sonst hier nichts. Alles gut, alles safe. Wie viel Land haben wir mittlerweile? Mal gucken. Wir haben jetzt gute 44%. Ja, sehr gut. Es läuft, auch da läuft. Wir haben noch eine Stunde 50 Stunden. Wir spielen jetzt hier 8 Stunden oder so. 6, 7 Stunden. Muss man hier besser sehen können, ne? Ja, da ungefähr 6 Stunden spielen wir jetzt. Kann man die Anime-Entwicklung sehen, ne? Oder wer wie viele Ritter hat, von der Macht her gesehen, von der Anzahl her gesehen, nur der Anzahl. Die Ritter her gesehen, ja, Rosa sind ziemlich viele. Gebäude kann man sehen, sind zwar nicht die besten, aber ist auch nicht wichtig. Da kann man halt dann die Gesamtstatistik sehen. Wichtig ist aber hier Land. Das ist immer wichtig, weil wer zuerst am meisten Land hat, der gewinnt. Ich glaube noch, mich daran zu erinnern, wenn man einen Gegner komplett vernichtet, also Schloss, alles, komplette Land, alles wegnimmt, Schloss, Lagern, alles, dann ist das Bild weg, diese Holztüren oder Holzfenster, das heißt hinzu, das ist halt ein bisschen weg. Meine ich, zumindest das so war. Aber muss man schon das Schloss auch hier erobern, ne? Und das mache ich nicht mehr. Warum? Nee, angreifen will ich eigentlich nicht. Wir wollen erstmal Waffen herstellen, wieder 10 Stück, sehr gut. Was haben wir jetzt für welche? Mal gucken. 10-4, ja langsam, jetzt kommt es langsam, aber sicher kommt es. Aber dauert noch eine ganze Ecke. Muss ich schon gerne ein paar Hauptmänner haben. Als Reserve, alles hier die Reserve praktisch. Wenn man es angreifen würde, dann kommen ja dementsprechend die Siedler mit den Ritter, die denen wir angreifen, kommen aus dem Schloss raus oder aus der Lagerhalle raus. Und füllen die Gebäude wieder auf. Und die, mit denen wir angegriffen haben, die über sind, die gehen dann halt ins Schloss oder in die Lagerhalle zurück. Egal wie stark oder wie schwach die sind. Als einer oder Hauptmann ist es egal. Ja, wie ich sagen wollte, ich mache jetzt mal hier Schluss für heute. Wie gesagt, ich werde kleine Guides machen, kleine Anfängerhilfen. Jeden Bereich einzeln, was ihr euch genau interessiert, immer anschauen könnt. Wenn ich sehr lang gehen, vielleicht 10 Minuten, ne? Ich mache es mal. Guck, vielleicht ist es ja für einen oder anderen sehr hilfreich. Kann ja sein, wenn ihr mal selber spielen möchtet. Und wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Siedler 1 Mission 21 Teil 3 müsste das dann sein. Sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, tschö mit dö.